Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Und zwar, ich wollte ja Videos machen, wo ich die Steckdose einbaue und die LEDs dran mache, hier die Protektoren. Leider hatte ich vergessen, ein Speichermedium einzulegen. Dann zeige ich euch das jetzt eben, mein Motorrad-Setup. Also, hier habe ich meine USB-Steckdose reingemacht. Wie man sieht, funktioniert die auch. Da war früher eine andere drin, habe ich das Loch etwas größer gemacht und habe dann eine neue reingemacht. Dann habe ich hier hinter das Kabel verlegt, unterm Tank lang und hier direkt eine Batterie geschaltet. Und zwar über Plus, da habe ich eine Sicherung zwischen gemacht. Das ist dann dafür nicht, um die Steckdose zu schützen, sondern um die Batterie zu schützen. Dann habe ich mir erstmal eine Handytasche dran gemacht. Weil ich ja hier den Bügel habe, ist das nicht so einfach gewesen. Da habe ich mir ein Billigteil geholt, habe das Billigteil weggeschmissen und mir den Hals behalten, den habe ich jetzt hier dran gemacht. Dann habe ich den hier unten am Schuck befestigt, am Lenker. Ja, habe ich das auch. Jetzt habe ich hier wenigstens mein Navi, Handy, alles da. Ja, dann habe ich, hier sind ja Lenkerendengewichte, da habe ich ein Loch durchgebohrt, Gewinde reingeschnitten, Abstandhalter dran gemacht, dann habe ich den Protektor angeschraubt, wie man sieht, dann habe ich hier die Kabel verlegt, habe das Parklicht abgeklemmt, habe an den Protektoren hier an den LEDs Stecker dran gemacht, habe wieder eingesteckt. Ja, und dann gucken wir mal, so sieht das dann aus, wenn sie an sind. Ist doch genial, oder? Ja, das war mein erstes Setup. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Howdy!